Covid-Infektionen kann es auch zu Schilddrüsenproblemen kommen. Am häufigsten ist hier die sogenannte subakute Thyreoiditis. Das ist eine Entzündung der Schilddrüse, bei der es am Beginn meist zu einer Überfunktion kommt und im weiteren Verlauf auch häufig zu einer Unterfunktion. Man sollte also auch an die Schilddrüse denken, wenn plötzlich einige Wochen nach einer Covid-Infektion typische Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion auftreten, wie zum Beispiel Herzrasen, Hitzegefühl, Unruhe und Gewichtsverlust.